herzlich willkommen zu einem weiteren Daily Vlog. Wir sind in Tokio. Du gehst so schnell. Du gehst so schnell. Wie kann jemand, der so kleine Beine hat, so schnell laufen? Also ich nicht. Wir sind nicht vor unserem Hotel, ausnahmsweise, denn wir sind quasi direkt vor der Tokyo Game Show, die sich da vorne befindet. Wie jedes Jahr sind wir eigentlich ist das so der Hauptgrund, wieso wir überhaupt in Tokio sind, die Tokyo Game Show. Es ist so ein Pendant, das japanische Pendant zur Gamescom. Die ist größer als die Gamescom, also pro Tag mehr Besucher. Aber insgesamt nicht. Ja, also mehr Besucher, aber deutlich kleiner von der Fläche. So könnte man vergleichen mit zwei Gamescom-Hallen circa, oder? Na, halt eine Gamescom-Halle gefühlt. Echt? Es ist halt nichts los da, finde ich. Also die letzten Male war echt krass. Ja, heute gucken wir uns das auf jeden Fall mal an. Wir müssen uns vielleicht noch ganz kurz akkreditieren. Das geht über unsere Visitenkarten, die wir hier echt in Japan viel brauchen. Für alles, was wir hier quasi am Pressetag machen, brauchen wir Visitenkarten. Ganz viele. Hast du schöne Visitenkarten? Ich habe die noch nie gesehen und ich hoffe, Nico hat die nicht vergessen. Hast du die nicht selbst gemacht? Ja, das ist eine Firma. Oh, ja, natürlich. Ich habe meine richtig schön selbst designt mit einem QR-Code. Das Ding ist, der ist nicht lesbar, weil der beim Druck kaputt gegangen ist. Scheiße. Gold. Richtig geile Visitenkarte, Alter. Aber wer scannt schon den QR-Code, ganz aber ehrlich? Macht halt jemand. Die Japaner, die sind da richtig traurig, wenn die mit dir was machen wollen. Und dann sehen die das einfach, scannen das und werden dann einfach... Die weinen dann. Da steht auch meine alte Handynummer einfach drauf. Ja, was machst du, wenn die dich anrufen wollen? E-Mail. Das geht. Wir gehen jetzt auf jeden Fall auf die Tokyo Game Show, schauen uns das Ganze an und hoffentlich gibt es ein paar coole Spiele, die wir anzocken können. Tokyo Game Show, richtig in den Hallen drin, hinter uns sieht es schon wirklich aus wie die Game, so wie wir das irgendwie schon gewohnt sind. Allerdings ist hier natürlich alles ein bisschen mehr so auf die Handyspiele ausgelegt, weil in den asiatischen Bereichen spielen die Leute halt wirklich viel, 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 viel mehr auf dem Handy, wenn die zum Beispiel in der Bahn sind, und das ist deswegen hier einfach viel mehr so Handyspiele gibt. Was ich allerdings bisher echt richtig komisch fand, wir waren gerade bei einem Handyspiel und auf der Bühne waren dann irgendwie Frauen. Und dann wurden solche halbtransparenten Gläser davor geschoben. Und auf einmal hat man gesehen, wie sie sich ausgezogen haben. Und dann irgendwie ihren BH so geschwungen haben. Wo ich mir echt dachte so, was? Was passiert hier? Wo wir uns dann echt alle gedacht haben, dass es echt ziemlich uncool ist. Ja, es hat mich mega verwirrt, dass die das gemacht haben. Also ich persönlich fand das ein bisschen too much. Aber anscheinend ist das hier in Tokio, Japan ganz normal. Und es standen auch alle normal davor und so weiter. Ne? Genau, an jedem Stand eigentlich findet man leicht bekleidete Frauen, die relativ jung sind, die dann irgendwie fotografiert werden und halt genau deswegen da sind. Genau, wenn man hier durchläuft, dann kommen halt auch Leute auf einen zu, sagen so, ah, mach bitte Fotos davon, bewerb das Spiel so ein bisschen. Klar, habe ich jetzt auch in der Montage gemacht, aber das war gerade echt too much mit der Bühne. Also ich finde, es ist echt nicht cool und ich habe mich da wirklich richtig komisch gefühlt, das irgendwie anzusehen, dass die ja sozusagen irgendwie ausgebeutet werden. Und oh mein Gott, wo kommst du denn her? Ich komme von da hinten. Ist es da hinten gut? Da ist Sony und Square. Ja, ich rede gerade darüber, dass wir gerade strippende Frauen auf der Bühne gesehen haben. Oh ja. Dass es so unfassbar weird war. Also ich finde es so komisch. Auf der Gamescom gibt es sowas nicht, ne? Nee, also klar, auf der Gamescom haben wir auch so Messe-Babes oder so, die Flyer verteilen. Aber das fand ich echt richtig hart strange. Ich liebe Japan, bestes Land. Bis weiter. Tschüss. Das war richtig strange, weil ich bin auch irgendwann weggegangen, weil ich konnte mir das nicht angucken. Ich hab mich halt wirklich geschämt. Ich fand das super weird. Und ja, wir gucken uns das auf jeden Fall weiter um. Und ich hoffe einfach, ja, dass es sich in den anderen Hallen ein bisschen regelt, weil das fand ich echt ein bisschen ziemlich strange. Herzlich willkommen zu den ersten internationalen Food-Weltmeisterschaften. Wir befinden uns hier gerade im Food-Stadion. Hinter uns findet der Wettkampf statt. Nee, Quatsch. Das sind eigentlich alles kleine Essbuden, wo man sich ja Essen kaufen kann. Und wenn man sich was gekauft hat, dann kann man sich da oben auf die Tribünen sitzen und gemütlich sein Essen snacken. Wie witzig ist das? Oder?
Hi, ja, das ist voll cool, ja, wow. So, minimaler Delay bei Skate. Hey, ich hab grad gearbeitet hier, ich muss filmen. Ich meine, wir leben ja 7 Stunden in der Zukunft, aber Skate hat trotzdem so ein paar Connection-Problems hier in Tokio, obwohl das Internet echt richtig, richtig gut ist. Ich glaube, ich habe es noch gar nicht gesagt, aber wir haben uns hier für unsere Handys so eine kleine SIM-Karte gekauft, wo wir 200 MB Internet am Tag haben. Und das ist echt ziemlich praktisch, weil wenn man mal irgendwie aus Versehen im Hotel oder so sein WLAN vergisst auszumachen und ein YouTube-Video schaut, dann ist nicht direkt das ganze Datenvolumen für den ganzen Monat ausgelaufen, sondern nur für den Tag. Und dann hat ab 24 Uhr einfach wieder volles Internet. Und das finde ich echt richtig, richtig gut. Weißt du schon was? Eigentlich? Ich habe gerade ein Reisbällchen gegessen, bevor wir hier hingekommen sind. Hast du Hunger? Ja. Auf was? Das weiß ich noch nicht genau. Aber das finde ich jetzt raus. Gut, dann filmen wir mal raus. Da ich ja gerade schon was gegessen habe, habe ich mir jetzt hier so ein... Ja, was ist das? Ich glaube, so eine Art Mango-Smoothie mit Sahne und Mangostückchen geholt. Und schmeckt voll erfrischend. Draußen ist es ja mega, mega warm. Und hier in den Hallen geht es. Im Food Court allerdings ist es halt irgendwie schon wieder warm. Und ich dachte mir so, wenn wir jetzt hier gleich sitzen und alle irgendwie ein bisschen was essen, dann kann man sich so einen kleinen Smoothie auf jeden Fall mal gönnen. Leute, auf der Tokyo Game Show muss natürlich auch ein bisschen gespielt werden, deswegen habe ich jetzt hier diese Tröte und bin jetzt ein Chamäleon, zeige ich mal ganz kurz. Da bin ich das Chamäleon und muss jetzt die Früchte sammeln. Aber es klappt nicht. One try? Okay, one try. Ich habe keine Ahnung, was du falsch machst, aber sie noch mal kurz ein Statement dazu abgeben, was sie falsch machen. Ich weiß wirklich nicht, was ich falsch mache. Okay, letzter Versuch. So, jetzt. Start. Oh, er hat es geschafft, er hat es geschafft. Ich will doch nur eine Frucht. Die Geräusche sind auf jeden Fall sehr skurril. Sieht auch sehr skurril aus, was du da gerade machst, aber sehr interessant. Ich glaube, als Chamäleon bin ich halt einfach nicht so gut. Das muss ich auf jeden Fall noch üben. Nächstes Mal. Wir sind jetzt hier gerade auf der Lieblingsstream-Plattform unseres Vertrauens in der Twitch-Partner-Lounge, die uns hier ein bisschen mit kühlen Getränken versorgt. Perfekt. Vielen lieben Dank, Twitch, an der Stelle. Hier im Hintergrund wird gerade gestreamt und da vorne, kann ich euch ganz kurz mal zeigen, sind auch ganz viele Leute noch am Streamen, die alle gerade live sind. Das ist ziemlich cool, dass Twitch ja uns hier so eine Möglichkeit gibt. Eigentlich könnten wir uns auch da hinsetzen und jetzt einen Livestream starten. Allerdings haben wir es gerade in Deutschland 8.30 Uhr an einem Donnerstag oder Freitag, ich glaube eher Freitag. Und da wird halt niemand einschalten. Aber ich glaube, es ist doch heute mal die beste Möglichkeit, seinen eigenen Twitch-Channel euch vorzustellen, weil in letzter Zeit habt ihr mitbekommen, ich streame relativ oft auf Twitch, aber immer wieder fragen mich Leute, Dustin, wo streamst du eigentlich auf Twitch? Deswegen habe ich jetzt auf jeden Fall mal den Link zu meinem Twitch-Channel in die Videobeschreibung gepackt. Und wenn ich wieder aus Tokio zurück bin, in Deutschland, dann werde ich auf jeden Fall eine ganze Menge da wieder streamen. Und ich würde mich mega freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Ihr könnt auf jeden Fall jetzt schon mal auf den Link klicken und dann, wenn ihr einen Twitch-Account habt, auch bei mir ein Follow da lassen. Dann bekommt ihr nämlich jedes Mal eine Benachrichtigung oder E-Mail oder irgendwie sowas, wenn ich meinen Livestream starte. Und ich merke gerade, wie ich einfach mega am Brüllen bin, weil hier überall so viele Sounds sind und meine Stimme irgendwie sagt, okay, Dustin, okay, vielleicht solltest du mal so ein bisschen ruhiger reden. Auf jeden Fall haben wir hier mega viel Auswahl an Essen, Trinken, hier so Zimtschnecken, Donuts, Kekse, Macarons. Mega cool. Dankeschön, Twitch, an der Stelle. Wir sind jetzt erstmal durch mit der Tokyo Game Show. Es gibt halt nur ein paar Hallen, ist gar nicht so groß. Ich würde sagen, so ein Drittel von der Gamescom ungefähr. Ja, circa 4 Hallen oder so waren es jetzt, ne? Und wesentlich kleiner auf jeden Fall. Genau, aber ich fand es ganz cool. Es macht halt mega viel Spaß hier. Die Mentalität von den Leuten allgemein in Japan ist halt mega krass. Und gerade hier auf der Tokyo Game Show sprechen einen die Leute halt an. Komm, mach doch ein Foto mit den Mädchen, was ich vorhin schon mal angesprochen hatte. Oder halt auch mit diesen niedlichen Plüschfiguren, wie ich auch ein Foto mitgemacht habe. Sowas finde ich halt mega cool. Oder dass sie einen fragen, hey, möchtest du gerne mal unser Spiel spielen? Da bin ich gerne dabei, ihr wisst. Auch wenn das leider, glaube ich, nicht so gut funktioniert hat oder ich war einfach unfähig. Ich habe das hier mitgenommen. Ich trainiere, damit ich das beste Chamäleon Japans werde.
Wir sind jetzt hier erstmal fertig und gehen nach Hause. Aber ich würde mal fragen, wie hat dir das so gefallen hier? Grundsätzlich ganz cool, weil die Leute mega nett waren. Also das ist ganz anders als an der Gamescom. Grundsätzlich finde ich es schön. Also mir hat es gefallen und ich würde es wieder machen. Stimmt, es war ja auch deine allererste Tokyo Game Show, ne? Erste. Und ich muss sagen, jetzt als komplettes Feedback war cool. Hat Spaß gemacht. Kann man auf jeden Fall mal machen. Jetzt geht's wieder nach Hause. Wir sind wieder in Asakusa und es ist gerade mega am Regnen. Alle laufen hier mit Regenschirm rum und es ist auch mittlerweile ziemlich dunkel geworden. Wir haben auch noch ein bisschen Hunger, deswegen jetzt der Plan ganz kurz zu unserem Hostel, weil da können wir uns kostenlos Regenschirme nehmen und dann wollen wir zu McDonald's. Das ist in Japan nicht so schlecht, wie man vielleicht aus Deutschland gewöhnt ist, okay? Ohne jetzt hier Werbung für den Konzern zu machen, gehen wir jetzt ab nach McDonald's. So, wir sind jetzt bei McDonald's angekommen und ganz ehrlich, hier sieht das Essen in Japan so aus, wie das, was man aus der Werbung kennt, beziehungsweise wie es halt angepriesen wird. Und ganz ehrlich, schaut euch das an. Sehen diese Pommes nicht so aus, wie man die auf der Werbung kennt? Nee, Spaß beiseite. Guckt euch diesen Burger an. Mit Zwiebeln, man sieht an der Seite die Zwiebeln. Ja, das ist halt echt krass. Jungs, lasst es euch gut schmecken. Wir haben aufgegessen und es ist immer noch richtig schön am Regnen. Meine Kamera wird auch noch ein bisschen nass. Da muss ich ein bisschen runterhalten. Aber guckt euch mal an, was ich hier für einen riesen Schirm einfach habe. Auf jeden Fall haben wir aufgegessen und das ist auch das Letzte, was wir heute circa machen werden. Zum Hotel gehen und die Videos schneiden. Deswegen würde ich sagen, was das von meinem heutigen Daily Vlog. Falls es euch gefallen hat, lasst mir super gerne eine positive Bewertung da. Ich freue mich, wenn ihr morgen um 15 Uhr wieder einschaltet. Da machen wir etwas, was ich sehr cool finde und was der Selo auch sehr cool findet. Wir gehen nämlich, wir gehen shoppen. Supreme. Oh ja, mal gucken, was es da so Cooles gibt. Und abends passiert noch was richtig Cooles. Vielleicht werden wir auf einem Boot sein. Und das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Also, morgen einschalten, 15 Uhr. Bis morgen. Ciao.